Ali und Prel, ich nehme an, von eurer speziellen oben, ein weiterer Meistertitel beim FC Basel. Wie haben Sie es erlebt auf dem Balkon? Ladies first. Ja, es ist wieder einmal unglaublich gewesen. Ich denke, der siebte Titel in Folge, das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, wir haben es wieder einmal geschafft. Wie gesagt, seit der Trainer erstmal in der Garderobe gekommen ist, haben wir uns das Ziel vorgenommen. Als Verein, als Team, als Einheit, und haben wir jetzt geschafft. Und wir sind sehr, sehr erleichtert, dass wir es geschafft haben. Und wir sind froh, dass wir Teil von der Mannschaft sind. Was haben Sie so gesungen auf dem Balkon? Ladies first im Herzen. Ja, alles Mögliche. Halt, was Mutanzer-Kurve alles singt. Und ich denke. Zum Beispiel? Glaube nicht an Geister, der FCB wird sowieso Meister. Und. Ja, Schweizer Meister, sowieso Meister, das ist das Gleiche. Und ich denke, wir können froh sein, dass wir so Fans haben. Und wie gesagt, das sind für Fans, dass wir das gemacht haben. Und natürlich für den Brel, hoffentlich bleibt er noch im Sommer. Wie geht es dir jetzt oben? Ja, sehr gut im Moment. Die Stimme lässt ein bisschen an, langsam. Geile Stimmung war trotz dem Wetter. Die Fans sind unglaublich. Und ich hoffe, ich kann den Moment noch ein paar Mal erleben. Was ist das für dich für ein Gefühl, jetzt auf den Balkon rauszulaufen? Ja, wie schon letztes Jahr, unglaublich. Wenn man die Fans sieht bei diesem Wetter, wie sie singen, wie sie Freude haben. Es macht einfach nur Spass, hier oben zu stehen. Für dich ist es immer das erste Mal in der Super League, das erste Goal und jetzt das erste Mal auf dem Meisterbalkon. Ich nehme an, für dich einen ganz speziellen Moment. Ja, es ist sicher unglaublich für mich. Ich kann es immer noch nicht ganz realisieren. Früher war ich mit meinem Vater unten und habe immer zugeschaut. Und ja, jetzt merke ich schon, meine Stimme ist schon weg. Und es ist unglaublich, die vielen Leute, die hier sind. Und singen auf dem Balkon ist wunderschön. Ja. Was sind die Bilder, die dir durch den Kopf gegangen sind, wo du rausgelaufen bist? Ja, einfach nochmal alles Revue passieren lassen. Nochmal eben die ersten Spiele, die ich machen durfte mit dieser Mannschaft. Und ja, es ist einfach wunderschön, dass ich hier für dieser Mannschaft bin. Ja, in erster Linie bin ich überwältigt von den Fans, die sich am Grafhuserplatz hergeschafft haben bei strömendem Regen. Es ist doch ziemlich kalt heute. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht so erwartet, und es zeigt einmal mehr, welche großartige Fankultur hier herrscht beim FC Basel, und bin überwältigt. Du hast in deiner Karriere schon an vielen Orten gespielt, jetzt hier diese Meisterfeier beim FC Basel. Wie ordnest du das ein in deiner Karriere auch? Ja, jeder Meistertitel ist etwas Besonderes, und insofern ist es auch hier etwas sehr Besonderes für mich. Es war für mich schon etwas ganz Tolles, hier beim FC Basel unterschrieben zu haben. Am Saisonanfang hat meine Karriere noch ein bisschen eine Wendung bekommen, und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich freue mich auch noch, dass ich ein weiteres Jahr hier sein darf und ja, hoffentlich wieder nächstes Jahr am Barfüßerplatz anzutreffen.